Elektromobilität ist nur was für die Stadt und nicht auf dem Land. Offensichtlich wussten das die Bewohner des Dorfes Basiko nicht und etablierten in ihrem Dorf ein elektrisches Carsharing als sogenannte Dorfmobil. Julian hat sich mal mit Fabio vom Dorfmobil unterhalten und hat gefragt, wie es dazu kam, welche Schwierigkeiten, Herausforderungen es gab und wie das Dorfmobil heute dasteht. Gut, dann hallo und herzlich willkommen, Fabio. Hallo. Wunderbar, dass wir jetzt verbunden sind. Wo genau sitzt du denn jetzt so gemütlich auf deinem Sofa, dass du das unseren Zuschauern erstmal kurz erklärst? Ich sitze in Basiko. Das ist ein 183 Einwohnerort, gehört zur Gemeinde Wusterhausen-Dosse, ungefähr 80 Kilometer nordwestlich von Berlin, an der Strecke Richtung Hamburg. Mhm. Und Fabio, ihr habt in eurem Dorf ein Projekt gestartet, schon seit einer ganzen Weile, das heißt Dorfmobil, und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Erstmal vielen Dank, dass du so wirklich super kurzfristig das ermöglicht hast, hat mich unheimlich gefreut. Stell dich doch erstmal kurz vor, also wer bist du und was hat dich nach Basiko verschlagen und wie seid ihr grundsätzlich auf die Idee gekommen, bei euch im Ort ein Elektroauto als Dorfmobil anzubieten? Ich bin vor über 10 Jahren nach Basiko gezogen. Meine Frau hat mich hierher entführt. Vorher habe ich in Berlin gelebt. Wir sind auf die Idee mit dem Dorfmobil ein bisschen gestoßen worden. Es liegt daran, dass unser Ortsvorsteher, unsere Vorsitzende des Dorfvereins an vielen Wettbewerben teilgenommen haben zum Dorfleben. Unser Dorf hat Zukunft, vieles, was vom Landkreis ausgeschrieben wurde. Und dann wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass es da ja auch noch ein Projekt zur ländlichen Mobilität gäbe, ob wir uns denn nicht dazu etwas einfallen lassen wollten. Und dann haben wir im Dorf herum überlegt, eine kleine Arbeitsgruppe gegründet, und sind auf die Idee mit dem Dorfmobil gekommen, haben erstmal gesucht, was gibt es da für Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Der Landkreis war da sehr hilfreich. Wir haben viele Materialien bekommen, haben uns dann sehr stark an Klicksbühl orientiert. Das ist ein kleiner Ort in Schleswig-Holstein, der schon vor mehreren Jahren angefangen hat, ein Carsharing-System zu betreiben. Und haben dann gestartet, eine Umfrage zu machen. Wer würde sich denn dran beteiligen? Wer würde wie oft fahren? Und haben dann am Ende festgestellt, jawohl, so ein Dorfmobil, das würde sich rechnen, das könnte sich tragen. Und so haben wir den Antrag gestellt, er ist bewilligt worden und es konnte losgehen. Fabio, jetzt habt ihr euch ja dankenswerterweise für ein Elektroauto entschieden. Wie ist das angekommen in der Diskussion? Gab es da viel Diskussion drüber, auch so hinsichtlich der Kosten oder so die üblichen Diskussionen rund um Elektroautos, was so Reichweite oder Kohlestrom oder irgend sowas angeht? Wie sind da so eure Erfahrungen gewesen? Also es war von Anfang an klar, dass es ein Elektroauto sein musste. So war das ganze Projekt angelegt. Neben dem Effekt, dass man dann im besten Fall weniger Autos im Dorf hat, ging es vor allem darum, Emissionen zu vermeiden. Von daher stand es nie in Frage, dass es ein Elektroauto sein musste. Die Kosten waren insofern kein Thema, als dass wir dankenswerterweise vom Landkreis stark finanziell unterstützt wurden. Das Fahrzeug wurde uns zu 80% finanziert. 20% müssen wir selbst finanzieren über die Nutzungsgebühren. Das klappt auch. Mhm. Es war deswegen nicht so, dass wir uns irgendwann für ein Elektroauto entscheiden mussten. Natürlich war es eine Diskussion. Erst einmal, welches Auto nehmen wir? Wie groß ist die Reichweite? Eine wichtige Frage war auch, wie viele Stunden am Tag kann das Auto tatsächlich benutzt werden? Wie lange muss es laden? Wir haben uns verschiedene Automodelle angeguckt und haben dann am Ende für die Sicherheit entschieden.
entschieden, gerade weil das in der Diskussion ein großes Thema war. Die größte Batterie, die wir gefunden haben und auch die schnellste Ladegeschwindigkeit, die wir realisieren konnten. Wir haben leider keinen Gleichstrom im Dorf, das hätte auch die Fördermittel gesprengt. Demnach haben wir geguckt, welches Auto bringt denn von sich aus schon Anschluss für 22 kW Wechselstrom mit. Hm. Ja, am Ende lag dann der Renault Zoe klar vorn. Für den haben wir uns dann entschieden. Wir haben aber festgestellt, nachdem der Dienst lief, dass diese vielen Gedanken, die wir uns gemacht haben, am Ende ja nicht unnötig waren. Es war schon wichtig, dass wir drüber geredet haben und das ist auch im Gespräch mit den Nutzern wichtig. Aber auf den Alltagsbetrieb wirkt es sich nicht aus. Da ist also das, was wir zur Verfügung haben, mehr als ausreichend. Das heißt, dass ihr im Prinzip die Erfahrungen, die wahrscheinlich die allermeisten machen, die sich in das Abenteuer Elektromobilität stürzen, oh Gott, wie lange lädt das Auto und kann ich denn wirklich fahren, wenn ich muss, dass ihr die sozusagen als Gemeinschaft sozusagen positiv beiseite legen konntet, diese negativen oder diese ja vielleicht Sorgen oder diese Befürchtungen. Ja. Ja, das kann man so sagen. Also unsere Erfahrung, die wurde ja noch verschärft sozusagen, als wir ein Problem mit der Wallbox festgestellt haben und dann das Auto über gute 3 Monate von einer Schuko-Steckdose aus betrieben haben, bedeutet 17 Kilometer Reichweitengewinn pro Ladestunde. Ich weiß nicht, ob wir damit den Dienst gestartet hätten, aber wir haben festgestellt, in der Anfangsphase war das kein Problem. Auch unser Auto steht zwischen den Buchungen still und hat genug Zeit, wieder aufzuladen. Jetzt, wie ist das jetzt? Was habt ihr jetzt für eine Technik in die Zoe einbauen lassen müssen oder einbauen lassen können, um aus einer normalen Zoe eine Carsharing-Zoe zu machen? War am Anfang ein großes Thema. Wir wollten ein möglichst einfaches System haben, hatten deswegen am Anfang eher einen Schlüsselkasten im Blick, haben das Ganze dann nochmal durchdacht, festgestellt, dass wir dann ziemlich viel Verwaltungsaufwand selber haben und uns am Markt umgeguckt. Und ich war etwas überrascht, wie viele verschiedene Anbieter es da gibt, die einem wirklich ein Komplettpaket liefern. Wir haben einen Anbieter gefunden, der hat uns den richtigen Bordcomputer ausgewählt und einen Einbauer ausgewählt. Wir konnten also das Auto gleich nach dem Kauf noch vor der Übergabe mit dem Bordcomputer ausstatten lassen. Und hatten damit praktisch keine Probleme. Es bringt natürlich ein paar Investitionskosten mit sich. Wir haben am Ende knapp 1.500 Euro in den Bordcomputer, in die Anfangsinvestition vom Software-System gesteckt. Aber es hat problemlos funktioniert und wir hatten auch 3 unabhängige Angebote finden können. Mhm. Also die Technik ist da schon ziemlich ausgereift, würde ich sagen. Am Ende haben wir in unserem Auto eben einen Bordcomputer und einen RFID-Kartenleser für die Nutzer, die nicht jedes Mal ihr Smartphone mitnehmen wollen. Wie läuft das jetzt ab, wenn jetzt jemand bei euch im Dorf weiß, er muss morgen, ich sag jetzt mal, vielleicht ist das Stereotyp, zum Arzt oder mit den Kindern irgendwo hinfahren, zu einem Kindergeburtstag, 30 Kilometer entfernt, wie kommt die oder derjenige an das Auto? Also wie stellt sich das bei euch im Alltag dar? Wir haben eine App. Die App wird geöffnet, da trägt man seinen Termin ein. Die App sagt einem sofort, ob das Auto frei ist. Man kann auch einen Kalender einsehen. Wenn man die Zeit gefunden hat, eine Abholzeit, eine Zurückbringzeit eingegeben hat, kann man das Auto direkt buchen. Zum Abholzeitpunkt stellt man sich zum Auto und kann dann über die gleiche App das Auto einfach öffnen. Zum Zurückgeben genauso öffnet man die App und gibt das Auto wieder zurück per Knopfdruck. Das heißt, diejenigen, die das Auto buchen, die brauchen nur das Smartphone oder eine RFID-Karte, aber keinen Schlüssel mehr. Richtig, der Schlüssel liegt im Fahrzeug.
Okay, tolle Sache. Jetzt natürlich die brennende Frage. Du hast gesagt, ihr habt eine ganze Menge Förderung bekommen. Das hat euch sicherlich ziemlich entlastet finanziell. Was kostet das jetzt, wenn jetzt jemand bei euch aus dem Dorf, oder ich habe gelesen, das Auto wird wohl auch von Besuchern und Gästen genutzt, was ich auch eine tolle Sache finde. Was kostet das jetzt, euer Auto zu nutzen? Wir verlangen 1,99 € Nutzungsgebühr pro Stunde plus 10 Cent pro Kilometer. Okay, gut, das dürfen wir jetzt mal umrechnen auf die Nutzungskosten, die in Berlin auftreten für so ein Elektroauto. Wenn ich mir da eins leihe, dann liege ich so bei 39 Cent pro Minute. Naja, das ist eigentlich gar, nee, ich glaube 19 Cent pro Minute, so, also ist irgendwie gar nicht so schlecht. Irgendwie hört sich ganz gut an. Wie wird das denn angenommen eigentlich bei euch? Ziemlich gut. Man muss sagen, es gibt wie bei vielen ehrenamtlich getragenen Projekten gibt es einen harten Kern, Großnutzer und eben auch einen Teil des Ortes, den man einfach nicht erreicht, schwer erreicht. Wir haben jetzt gerade 28 angemeldete Nutzer. Und 16 davon sind mit dem Auto tatsächlich schon gefahren. Das ist ein konstantes Wachstum über die Monate gewesen. Es sind jeden Monat neue Nutzer dazugekommen. 2/3 oder knappe 60% der Nutzer haben auch ihren Erstwohnsitz hier. Das heißt, es ist auch ein guter Anteil an Zweitwohnsitz-Basikoern und Touristen mit drin, die nur zu Besuch sind. Und ja, das muss natürlich noch weitergehen. Das ist kein Selbstläufer. Wir haben 180 Einwohner im Dorf, über 100 Führerscheininhaber. Also da wollen wir auf jeden Fall noch mehr Leute erreichen, als wir bisher erreicht haben. Was ist denn aus deiner Sicht das größte Hemmnis dabei, die Menschen zu erreichen? Liegt es daran, dass die sowieso alle ein oder vielleicht sogar zwei eigene Autos haben und sagen, ich brauche sowas nicht? Oder ist es die Scheu oder die Sorge, sich mit so einer ganz neuen Sache auseinanderzusetzen? Liegt es vielleicht sogar am Elektroauto selber? Wie ist da so das Feedback, das ihr bekommt? Ja, du hast die drei größten Hemmnisse eigentlich schon angesprochen. Ja, das erste ist, dass die Leute ein bisschen Scheu vor der Technik haben, sich nicht so richtig trauen, sich auch die Frage stellen, wie bin ich denn da versichert? Da ist beim eigenen Auto die Hemmung nicht so groß. Dass es ein Elektroauto ist, die Tatsache verunsichert eher wenige, habe ich den Eindruck. Aber es ist eben kein Schaltgetriebe da. Das ist so der Punkt, wo ich schon oft gehört habe, aber was mache ich denn, wenn gar keine Kupplung da ist? Ja, da sagen wir dann auch, das ist doch viel einfacher, aber das glaubt nicht jeder, ne? Was jedem vielleicht schon mal passiert ist, der zum ersten Mal Auto gefahren ist, ist, dass man dann doch auf die Kupplung treten will und auf die Bremse erwischt. Ja, gut, ist mir auch schon passiert. Gehen wir offen mit um, ist nicht schlimm, sollte kein Hemmnis sein. Ja, das Zweite ist, dass man also an irgendeiner Stelle ein Smartphone benutzen muss, um das Auto zu buchen und abzuholen, zurückzugeben. Wir bieten es an, dass wir selbst diese Schritte durchführen. Also wir haben eine Telefonnummer veröffentlicht. Wer aus irgendeinem Grund kein Smartphone hat oder nicht weiß, wie er es benutzen soll, kann uns anrufen. Wir würden dann die Buchung durchführen und die Person könnte dann mit der RFID-Karte das Auto holen. Das möchte dann aber auch keiner. Also wir haben momentan keinen Nutzer, der diese RFID-Karte nutzt. Wer das Auto nutzen will, der bringt sich auch die App bei. Trotzdem ist das ein bisschen ein Hemmnis, sich auf sein Telefon verlassen zu müssen, wenn man mal ein Auto braucht.
Und das dritte Hemmnis ist, dass die Leute hier in diesem Ort tatsächlich eigentlich alle ein Auto haben. Es ist ein bisschen so, dass wir mit dem Dorfmobil ein Problem gelöst haben, das von vielen nicht als Problem gesehen wurde. Die leben schließlich schon viele Jahre hier und kennen es gar nicht anders, als dass man sein eigenes Auto haben muss. Ein bisschen spielt vielleicht auch die DDR-Vergangenheit eine Rolle. Also es ist schon der Satz gefallen, früher mussten wir 15 Jahre auf unser Auto warten und nun sollen wir es wieder abgeben. Nee, also die Menschen sind ziemlich glücklich darüber, dass sie ein eigenes Auto haben. Und klar, wenn man ein eigenes Auto hat, na, dann rechnet man die Kosten des Dorfmobils immer nur gegen die Benzinkosten seines eigenen Autos und dann erscheint das Dorfmobil auf einmal ziemlich teuer. Obwohl es das gar nicht ist, wenn man den Verschleiß, Reparaturkosten an seinem eigenen Auto mit einberechnet. Gab es denn bei euch auch schon mal den Fall, das wäre natürlich jetzt das Gelbe vom Ei, dass jemand gesagt hat, weil es das Dorfmobil gibt, kaufe ich mir kein neues Auto oder überlege es mir so irgendwas in der Richtung? Oh, wenn das passiert, dann knallen bei uns die Sektkorken. Natürlich, wir arbeiten darauf hin, aber es passiert natürlich nicht gleich zu Beginn. Wir hatten in unseren Umfragen vorab einige Dorfbewohner, die gesagt haben, ja, ich könnte mir vorstellen, das Zweitauto zu verkaufen aus dem Haushalt. Und so weit sind wir aber noch nicht. Also die Nutzer, die wir haben, die brauchen Zeit, um das Vertrauen zu gewinnen, auch um sich überhaupt erstmal anzumelden. Es ist ein Prozess, der Zeit braucht. Die Menschen müssen auch ihre persönlichen Gewohnheiten umstellen. Sie haben das Auto, wenn Sie das Dorfmobil nutzen, nicht mehr in Ihrer Einfahrt, sondern Sie müssen erst zum Standort laufen. Der ist mitten im Ortskern, aber auch das bedeutet für manche 300 oder 400 Meter Fußweg. Das ist schon eine Umstellung der Gewohnheiten. Das macht, hat keiner sofort gemacht. Wir arbeiten dran, das Auto immer zur Verfügung zu halten, um das Vertrauen von vielen zu gewinnen, damit wir dann, wenn irgendjemand aus irgendeinem Grund sein Auto verkaufen muss, weil es einen Defekt hat, weil die Reparaturkosten zu hoch sind, dass wir dann dastehen können und sagen, schau mal, eigentlich bräuchtest du keins. Und wenn man die Anschaffungskosten mit betrachtet, dann denkt man auch wieder ganz anders über die Kosten vom Dorfmobil nach. Also ich finde das eine großartige Sache und ich bin wahnsinnig interessiert an diesem ganzen Thema, weil ich auch versuche, bei uns sowas irgendwie zu organisieren. Deswegen meine letzte Frage an der Stelle wäre, ich habe so verstanden, das System, das ihr jetzt habt, das wird ja auch ein bisschen bei euch auf der Homepage beschrieben, wir blenden das auch ein und in den Shownotes schreiben wir es auch rein, wo man das alles nochmal nachlesen kann, ist jetzt kein System, was speziell für euch programmiert wurde, sondern ist ein Anbieter und kann man im Prinzip auch in andere Fahrzeuge überall in Deutschland implementieren. Ja? Also es ist so eine Allround-Lösung. Auf jeden Fall, ja, genau. Wir benutzen das System von einer Firma, die nennt sich MoQo, MoQo. Wir sind auf die aufmerksam geworden, weil sie eine Ausschreibung in Schleswig-Holstein gewonnen haben. Schleswig-Holstein fördert die Bildung von solchen Dorfmobilen und hat dazu eben einen Anbieter gesucht, dem man standardmäßig diese Lösung dann überhelfen kann. Das ist aber nicht der einzige Anbieter. Wir hatten auch andere Angebote und das ist tatsächlich ein Standard. Okay. Ja, es gibt immer wieder Momente, wo wir nicht ganz zufrieden sind, wo wir uns denken, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir noch diese Funktion hätten und diese. Aber es, ja, da kommt eben das System, das für viele da ist, an seine Grenzen.
Das ist ganz normal, aber es ist um Welten besser als eine selbstverwaltete Lösung. Die würde uns nämlich eine ganze Menge Verwaltungsaufwand bescheren und den brauchen wir nicht. Wir unterhalten uns lieber mit den Menschen, sind für die da, wenn die Probleme haben, wenn die etwas über das Fahrzeug wissen wollen, als uns mit der Verwaltung zu beschäftigen. Cool. Also ein tolles Projekt, interessiert mich sehr. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, aber wir lassen es jetzt im Moment erstmal dabei an der Stelle. Ich glaube, dass viele von euch auch wahnsinnig neugierig geworden sind. Guckt also einfach mal auf die Internetseite von eurem Dorfmobil. Da stehen noch ganz viel weitere Informationen, auch eine Auswertung der ersten Monate habe ich da gesehen. Und Fabio, vielen Dank, dass du zu uns hier in die Sendung gekommen bist. Ich drücke euch und ich denke, wir alle drücken euch die Daumen, dass es so positiv weitergeht mit dem Projekt, dass sich die Nutzerzahlen gut entwickeln. Und wenn ihr den ersten Sektkorken knallen lassen könnt, dann sag uns bitte Bescheid, dann kommen wir mal vorbei. Fabio, an der Stelle herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ganz liebe Grüße zu euch und alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wenn es etwas Neues gibt, steht es auf der Homepage. Alles klar. Dann tschüss und vielen Dank. Ja, und vielen Dank, dass ihr bei dem Video zugeguckt habt, das wir mit dem Fabio aufgezeichnet haben. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat, dass es interessant für euch war. Vielleicht ist es ja auch eine Anregung für euch, bei euch in der Gemeinde oder auch im Dorf, wo auch immer, so ein Projekt einfach mal anzugehen. Wie gesagt, guckt mal auf die Homepage, da sind noch ganz viele Informationen drauf. An der Stelle sage ich auch erstmal tschüss, schönen Dank fürs Zugucken. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren und auch die Alarmglocke zu klicken. Dann seid ihr nämlich immer dabei, wenn es von uns neue Videos für euch gibt. In dem Sinne, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.